Hallo Fische, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Fische. Heute möchte ich gerne mit dir dieses Video teilen für deine Energien, für dein Sternzeichen, für diese Person, die du von Sternzeichen Fische kennst, um mal herauszufinden, was sind die Warnsignale des Tarots für dich, ja, für dein Unterbewusstsein, um ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, aber auch für deine Bewusstseinsebene. Fische, was ist der Warnsignal, die Warnsignale für Fische? Wow, Fische, super. Herzlich viel Glückwunsch, herzlich willkommen. Fische ist in der Heilung. Fische, achte ein bisschen auf deinen Magen-Darm-Trakt. Achte auf ein bisschen auf deine Gedankenkarusselle. Achte ein bisschen auf Kopfschmerzen. Achte ein bisschen auf Abgeschlagenheiten. Versuche dich auch mit deinem Solarplexus zu verbinden, okay? Das heißt, das Chakra, was fürs Handeln zuständig ist. Ich handle, ich werde aktiv. Aber es ist Gott sei Dank eine Energie mittlerweile wieder am Start, wo Fische wirklich bewusst und unbewusst in eine Heilung kommt, weil Fische irgendeine Entscheidung anders treffen wird, beziehungsweise etwas sich verändern wird. Fische, die Signale hier sind, egal ob du verwitwet bist, ob du Rentner bist, ob du 18 bist, ob du 30 bist, ob du 70 bist, verheiratet, geschieden, Single, gleiche Geschlechtsorientierung, Kulturen, whatever you want, ja, das Tarot kennt keine Diskriminierungen. Fische, Warnsignale sind, auch wenn du gerade in deiner Heilung bist, ja, oder in die Heilung kommst, achte auf dein Herz, Magen-Darm-Trakt, Lunge und alles, was mit dem Kopf zu tun hat. Geh lieber einmal mehr zum Arzt, nehme dir lieber einmal mehr ein bisschen Ruhe, okay, damit du auch wirklich wieder in deinem Flow kommst. Fühle dich nicht als Außenseiter. Egal, ob ein Mensch sich meldet, egal, ob jemand den Rückzug anzieht, okay, all deine Sinne werden erwachen. Nimm bewusst wahr, dass deine Entscheidung wichtig ist für dein Wohlbefinden oder für deine Abgeschlagenheiten. Kehre ein bisschen in Meditationen, aber zieh dich nicht zu sehr zurück. Hier ist es wichtig, dass du dir eine Auszeit nimmst, um darüber nachzudenken, weshalb fühle ich mich so schlecht? Weshalb sind die Menschen so mit mir, ja? Bewusster. Werde dir bewusster über deine Entscheidungen. Die geistige Welt tritt immer mehr mit dir in Kontakt. Wir haben eine Isolation. Wir haben für viele Fische, die glauben, sie leben ein perfektes Leben, ein Hinweis. Nein, tief in dir kann es am Brodeln sein. Stille Wasser sind tief. Gehe in die Kommunikation. Kommuniziere klar, aufrichtig mit Gott, mit dir und mit deinen Mitmenschen. Das heißt, hier ist die Aufforderung, deine Spiritualität zu erkennen und ehrlich zu leben, aufrichtig zu sein. Aus deinem Herzen heraus spricht eine Vibration, die auf andere Menschen Resonanz findet oder Resonanz erweckt, des Vertrauens, der Heilung. Du bist eine Power-Energie, du bist eine liebenswerte Energie, auch temperamental. Aber wenn du anfängst oder dir erlaubst, die Gedankenkarusselle rauszuholen, dir die genügende Vitalenergie zurückzugeben, um dich gesünder zu fühlen, um dich leichter zu fühlen, ja, um dir bewusster zu werden, um dich nicht abzugrenzen, dich nicht in Verstrickungen reinraten zu lassen, kommst du in eine Energie der Unschuld, kommst du in eine Energie, wo deine Träume dir den Weg zeigen, wo dein Herz und deine Gedanken auf einmal anfangen, deinen ganzen Körper zu unterstützen und du kommst in eine fließende Kommunikation mit dir und anderen und deine Sinne werden so schön erwachen, dass du wieder eine Abenteuerreise angehen kannst. Die Reise ins Ich. Wer bin ich? Was wirft mich aus der Bahn? Was möchte ich wirklich? Ja? Eine Reise kann auch eine Reha sein, aber das ist auch die Karte des Turmes. Der Turm ist die Gefangenschaft, die Transformationen, ja, die Fähigkeit, sich zu befreien, die Fähigkeit, frischen Wind in sein Leben zu bringen, die Fähigkeit, neu in sich zu sehen, ja, aber auch neue Wege zu gehen, neue Bereitschaft zu zeigen. Fische, egal was gerade dein Thema ist, ja, hafte nicht an irgendwelchen Menschen, an irgendwelche Situationen. Lass dich nicht von dir selber manipulieren. Gehe den Weg in die Heilung. Lasse dein inneres Kind und deine Reinheit wieder leuchten. Wer sich von dir trennen möchte, soll gehen. Wer sich verabschiedet hat, darf sich verabschieden. Wen du verloren hast, durfte so sein. Weil jetzt geht es darum, deine Gedanken absolut neu zu sortieren, in deine innere Kraft zu finden und wirklich dein Leben frei zu leben. Wir haben ein paar Buchstaben hier, die sprechen möchten. O, S, M, W, R, I, G, P, L, V, A, U, N, D, M und W. Die Zahl 4, die 12, die 16, die 41, die 24, die 4, die 8,
Die 48, die 16, die 26, die 5, die 35, die 49, 54, 21, 7 und die 73 möchten hier und die 13 möchten hier reden. Fische, ich brauche für dich noch eine Seelenbotschaft. Etwas möchte hier noch für dich ans Licht kommen. Denk dran, kommuniziere klar und aufrichtig. Achte auf deinen Körper. Gönn dir ein gutes Leben, okay? Gönn dir eine gute Atmosphäre. Gönne dir eine gute Beziehung. Gönne dir das, was du möchtest. Aber komme raus aus diesem Trott, der dich gerade gefangen hält. Guck mal, deine Seelenbotschaft, die Zahl 36, die Zahl 3, die 6 und die 63. Erfolg, Glück und Fülle fließen zu dir. Genieße es und feiere das Leben, was ich dir gerade sage mit anderen Worten. Schau mal, Fische, unglaublich toll. Hüte dich nur von diesen Sachen, die wir gerade erwähnt haben. Möchtest du mehr wissen, schreib mich an für eine private Legung, für eine zielorientierte Therapie. Ich habe jetzt noch neue Termine frei, okay? Sonntags 19 Uhr starten wir so Live-Chat. Deine Kommentare sind sehr wertvoll für andere Menschen, die aufmerksam die Kommentare lesen, ja, und die einfach Zuspruch brauchen, eine Wegführung brauchen und anhand deiner Kommentare sich auch wirklich trauen, in Resonanz zu gehen. Also kommentiere wirklich aus dem Herzen heraus. Danke für deine Likes, für deine Abos und wenn du mehr Informationen haben möchtest, drücke das Glöckchen für Benachrichtigung und wie gesagt, Crotchwater, herzlich willkommen. Fische, es ist die Zeit der Heilung, es ist die Zeit der Meditation, es ist die Zeit, Türme einzureißen, es ist die Zeit, sich nicht als Außenseiter zu fühlen, sondern sich zu integrieren, wieder zurück ins Leben zu kommen und all seine Sinne erwachen zu lassen, damit du dir bewusst wahrnimmst, welche Art des Lebens du wirklich leben möchtest. Also komme und finde zurück im Leben und bist du mit beiden Beinen im Leben. Hoch die Tassen, genieße es. Alles darf sein, kommen und bleiben, mein geliebter Fisch, wenn es zu deinem höchsten Wohle ist. Fühlt euch alle ganz, ganz lieb gedrückt, vor allen Dingen meine Herzensfreundin, okay, vom Sternzeichen Fische. Alles Liebe und wir hören uns. Bis dahin. Bye.